wie sie selber. Es geht um Gottglauben und es geht um Rechtschaffenheit. Sprüche 3,13 sagt, sie sind nicht alle gleich. Unter den Leuten der Schrift, das sind die Juden und die Christen, ist eine standhafte Gemeinschaft, die Gottes Zeichen zu Stunden der Nacht verliest und sich im Gebet niederwirft. Sie glauben an Gott und den jüngsten Tag und gebieten das Rechte und verbieten das Verwerfliche und beeilen sich mit den guten Dingen. Jene gehören zu den Rechtschaffenen. Guck mal her. Guck mal, was Allah hier macht. Guck mal, wie Muslime sich überlegen fühlen, Leute. Guckt euch das bitte an. Was für ein Rassismus auch hier rauskristallisiert wird. Achtung, arabische Überlegenheit. Araber sind das edelste Volk. Das ist ein Tafsir von, das ist Tafsir von Imam At-Tabari aus seinem Band 9, Seite 69. Arabische Überlegenheit. Araber sind das edelste Volk in der Abstammung, das prominenteste und das beste in Taten. So Herrenmenschen. Kennt ihr das? Aus den... Ihr wisst schon, ne? Wir waren die Ersten, die dem Ruf des Propheten folgten. Wir sind Allahs Helfer und Veziere seines Gesandten. Wir kämpfen gegen die Menschen, bis sie an Allah glauben. Wer an Allah und seinen Gesandten glaubt, hat sein Leben und seinen Besitz vor uns bewahrt. Diejenigen, der ungläubig ist, werden wir auf ewig auf Allahs Weg bekämpfen. Ihn zu töten ist für uns eine Kleinigkeit. Euch alle, die ihr keine Muslime seid, euch umzulegen ist eine Kleinigkeit für Muslime. Habt ihr gesehen, was der Islamische Staat in Irak und Syrien gemacht hat? Eine Kleinigkeit, Köpfe abzuschneiden. Mit Lächeln. Die lächeln dabei wie Mohammed, ja, und schneiden Schädel ab. Anadahura Qatal, I laugh when I kill. Also, ja, wer hat er gesagt, ich lächle, während ich töte. Anadahura Qatal. Dann sagen die, Mohammed war der friedlichste Mensch auf Erden. Auf einmal sehe ich aber das Gegenteil von den ganz großen Gelehrten, die mir da genau das Gegenteil beweisen. Die sagen, nein, Mohammed war kein friedlicher Mensch. Was der den Leuten so mitgegeben hat, ne? Euch zu töten ist für uns eine Kleinigkeit. Schaut euch das mal bitte an. So unfassbar, ne? Guckt euch das bitte an. Die Message ist wieder dieselbe. Es ist egal, wie du dich nennst. Muslim, Christ, Jude oder whatever. Es ist egal, wie du dich nennst. Muslim, Jude, Christ. Für die Muslime ist das aber nicht egal, wie du dich nennst. Und sie werden uns eines Tages vor die Wahl stellen. Sure 9, Vers 29. Sie werden uns bekämpfen, so wie Mohammed das gesagt hat. Stellt sie vor drei Alternativen. Islam, Jizya oder Tod durch das Schwert. Yalla. Das sind die drei Optionen, die Mohammed jedem mitgegeben hat. Ist die Akzeptanz, dass es einen Schöpfer gibt, einen Gott gibt, ganz der Tatsache, dass unsere Aufgabe auf dieser Welt es ist, rechtschaffen zu handeln, das heißt Gutes zu tun. Das ist unsere große Gemeinsamkeit. Wir halten uns an den Unterschieden auf, an den Namen, an den Ritualen. Aber wir sehen nicht die großen Gemeinsamkeiten. Für solche Aussagen würde der bestimmt von irgendwelchen Muslimen geköpft werden. Das ist so total menschliches Denken, was überhaupt nichts mit der Religion Allahs zu tun hat. Und den Aussagen Mohammeds koexistieren und hier, wir alle haben denselben Gott und so. Ne? Unfassbar. Der ist zum Islam konvertiert. Das ist Quatsch. Der ist gar kein Moslem, der Typ. Aber da sagen die auf einmal nichts. Ne? Wenn Dr. Sheikh Abu Amil sagt, er war Ex-Muslim, da schreien die auf einmal auf. Aber bei ihm sagen die überhaupt nichts, wenn er sagt, ich bin Moslem. Was ist denn an ihm islamisch, Mann? Sagt es mir, was ist an ihm islamisch? Nichts. Hat komplett dieses Geld, Haram-Geld ist sein Geld. Was passiert eigentlich mit seinem Geld? Darf er das behalten oder wird ihm das abgenommen in einem islamischen Staat? Mit solchen Texten, die Jugend vergiften. Sagt es mir. Ich würde das gerne mal wissen. Vielleicht kann man ja einen Sheikh fragen. Was sollte man mit Kollegas Vermögen machen in einem islamischen Staat? Oder was sollte man mit ihm machen, der die muslimische Jugend mit solchen Texten konfrontiert?
Das würde mich mal interessieren. Also nach Dr. Sheikh Awamis Auffassung hat er eine Haftstrafe verdient. Aber das ist natürlich nur meine persönliche Auffassung. Und das kann man ganz eindeutig auch von den islamischen Texten ableiten. Sowohl auch aus dem Koran in Surah 5, Vers 33. Weil er Zwietracht im Land nach Zwietracht trachtet und Spaltung verursacht und Allah und seinem Gesandten ungehorsam ist, so, müsste man ihn ja wechselseitig die, ihr wisst schon, so allgemein kannst du das auf alles anwenden, ne? Wenn der Allah und seinem Gesandten ungehorsam ist und im Land Zwietracht nach Zwietracht trachtet, ja, muss man dem auf gewisse Art und Weise dann eine Sonderbehandlung geben, dem Blumowitz. Laut islamischer Theologie. Sonst sind wir Bauern auf einem Schlachtfeld. Sonst werden wir in Kriege gegeneinander geführt, obwohl wir eigentlich dasselbe wollen auf dieser Welt. Wir müssen uns auf die Gemeinsamkeiten konzentrieren und nicht auf die Unterschiede. Es geht nicht darum, wie du dich nennst, welcher religiösen Gruppe du dich zuordnest, sondern es geht darum, um die universelle Wahrheit. Um die eine universelle Wahrheit, die seit Anfang der Menschheitsgeschichte unverändert ist. Dass es einen Schöpfer gibt und dass wir auf der Welt sind, um Gutes zu tun. Das ist die Message. Es geht um diese Message. Es geht nicht darum, wie das Buch heißt, das diese Message verbreitet. Es geht nicht darum, wie die Gruppe heißt. Wie diese, ja, solange es Muslime gibt, die ihre Religion ernst nehmen und die Worte ihres Gottes da verinnerlichen und das Vorbild Mohammeds haben, haben wir immer Krieg und Mord und Leid und Elend. So sieht's aus. Das kann keiner von euch abstreiten. Solange es Muslime gibt, die den Koran und die Hadithe ernst nehmen, haben wir natürlich ein Riesenproblem, weil sie gerne Allahs Religion über alle anderen Religionen siegen lassen wollen. Und dann können wir nicht miteinander koexistieren. Sich selber nennen, die diese Message verbreiten. Es geht darum, das zu tun, was die Message ist. Und das ist Gutes zu tun. Wie sein Auge war auch der ganze Mensch, Monet. Ja, ist gut. Und das ist vor allem keinen Hass zu haben gegen Leute, die dasselbe wollen, aber es auf eine andere Art und Weise versuchen. Solange uns nicht geschadet wird durch eine bestimmte Gruppe, haben wir kein Recht, diese Gruppe zu bekämpfen oder sogar zu töten, nur weil sie einen anderen Glauben haben. Ja, das sagt aber Mohammed und Allah etwas anderes. Er möchte, dass seine Religion über alle anderen Religionen siegt. Und das auch mit physischer Gewalt. Und da haben wir das Problem. Solange es Muslime gibt, die den Koran und die Hadithe ernst nehmen, brauchen wir uns nicht zu wundern, warum Muslime voll extremistisch sind. Voll. Nur ein Muslim, der sich nicht mit seinen Schriften auseinandersetzt und sich intensiv damit beschäftigt, haben wir gar kein Problem. Keinerlei Probleme haben wir mit so einem Muslim. Aber sobald Muslime ihre Religion ernst nehmen und glauben, dass Mohammed das wirklich gesagt hat und fest davon überzeugt sind, bekommen sie eine Gehirnwäsche und werden anfangen, die Kuffar zu bekämpfen. Das ist das. Es ist total hirnrissig. Die Muslime müssen in den Koran selber schauen. Dann finden sie Verse 29, 48 und streitet mit den Leuten der Schrift nur in bester Weise, außer denjenigen von ihnen, die Unrecht tun. Ja, und da haben wir das Problem. Der Kollege kennt nicht das Konzept der Abrogation. Nasr wa Mansuch. Sure 2, Vers 106. Wenn wir einen Vers tilgen oder in Vergessenheit geraten lassen, bringen wir einen besseren, einen, der ihm gleich ist. Das Konzept der Abrogation. Es gibt natürlich friedliche Verse im Koran, die durch spätere, gewalttätigere Verse in Medina abrogiert wurden. Dann müsst ihr euch auseinandersetzen, dann werdet ihr sehen, wie gefährlich der Islam ist. Die ganzen friedlichen... Stell dir mal vor, wir würden den abrogierten Koran uns einmal mal durchlesen. Der wäre so dünn. Glaubt es mir. Allein Sure 9, Vers 5, Ayatul Sayyid. Der Schwertvers hat mehrere hunderte von Verse abrogiert. Wisst ihr, wie gefährlich der Islam in Wahrheit ist? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und sagt, wir glauben an das, was als Offenbarung zu uns herabgesandt worden ist und zu euch herabgesandt worden ist. Unser Gott und euer Gott ist einer und wir sind ihm ergeben. Das ist die Message, Gemeinsamkeit. Nee, die Christen glauben an Vater, Sohn, Heiliger Geist. Allah verflucht diejenigen, die sagen, dass er einen Sohn hätte oder der Vater wäre oder einer von dreien. Sure 5, Vers 73. Wie können wir da von einem selben Gott sprechen? Das ist ein Riesenproblem. Das geht jetzt gerade an die Muslime, weil wir jetzt mit Neuseeland das Potenzial haben, dass Hass aufkeimt, dass Rache an Jake verübt wird und der ganze Scheiß. Und das richtet sich jetzt spezifisch an diese kleine Gruppe fanatischer
in Anführungszeichen Muslimen. Der spricht also zu dieser zu den Salafis und Wahhabis und so, die ihre Religion ernst nehmen, die zurückgehen wollen, um nachzuschauen, was Mohammed wirklich praktiziert hat, die Sahaba. Der spricht also diese Leute an. Das ist eine kleine Gruppe, aber gewaltbereit bis zum geht nicht mehr, die eindeutig über die große Gruppe herrschen wird, weil sie so durchsetzungsstark sind. Ihr seht, es ist immer in der Geschichte, ist eine kleine Gruppe, die über die Mehrheit herrscht. Was ist das denn? Dr. Sheikh Abu Amir. Ja, es ist immer eine kleine Gruppe, die über die Mehrheit regiert. So war es schon immer in der Geschichte. Das sind ganz wenige, aber die werfen ein Bild auf eine gesamte Glaubensgemeinschaft, was einfach nur abschaut. Aber das ist ihre Religion. Sie nehmen ihre Religion ernst. Die Muslime, die nehmen ihre Religion gar nicht ernst. Das sind diese Muslime, die du gerade erwähnt hast. Das sind treue Nachfolger Mohammeds, die Allahs Wort ernst nehmen und nicht einfach sagen, ja, komm, das ist nicht so zu verstehen. Nein, die werden ein Tafsir aufschlagen und schauen, wie Mohammed und die Sahaba das verstanden haben. Nach deren Verständnis gehen, nicht nach ihren eigenen Gelüsten. So kann kein Muslim vorgehen. Da haben wir das große Problem. Und jeder da draußen, der gerade in der Situation ist, wo irgendein Imam oder Gelehrter etwas einreden will, etwas zu tun, was mit Mord und Totschlag zu tun hat, oder Gewalt, dann ist dieser Imam kein Angehöriger deiner Religion, denn er verstößt genau gegen diese Vorschrift. Das stimmt doch gar nicht. Das, was du sagst, entspricht nicht der Wahrheit. Weil du Mohammeds Leben niemals studiert hast, noch niemals die Sira gelesen hast, ja, erzählst du so einen Quatsch. Wenn du Mohammeds Leben mal studieren würdest und anfangen würdest, das Leben Mohammeds mal zu lesen, dann würdest du solche Aussagen niemals treffen. Dann würdest du sehen, dass es Imame gibt, die treu das wiedergeben, was Mohammed wirklich getan hat. Und wenn er die Kuffar bekämpft hat, wird er das sagen und seine Anhänger dazu verleiten, das auch zu tun. Ja, die wollen ja Mohammed auf Schritt und Tritt folgen. Sure 33, Vers 21, ihr habt dann Allahs das beste Vorbild für diejenigen, die auf den Tag des jüngsten Gerichts hoffen. Wisst ihr, wie gefährlich das ist, Mohammed dann als Vorbild zu nehmen? In allen Aspekten seines Lebens, auch in seiner kriegerischen Phase, diese Verse, die ich eben zitiert habe, davon gibt es noch einen Haufen mehr. Und das, was in Neuseeland passiert ist, ist absolut grauenhaft. Auch in mir kommt der Hass hoch, wenn ich diese Bilder sehe. Und der Mensch wird seine Strafe dafür bekommen. Was ich aus der ganzen Sache ziehen will, ist eine positive Message. Und die ist die, dass alle Muslime, Christen, Juden, wer auch immer, der sich auf eine religiöse Schrift beruft, zunächst mal anfängt, diese selber wieder zu lesen und zu wissen, was er überhaupt tut im Namen seiner Religion. Bloß nicht, ey, bloß nicht die Muslime animieren, ihre Schriften zu lesen. Da kann ja nichts Gutes werden. Das ist unglaublich. Stell dir mal vor, der Muslim, der sich dann intensiv die ganze Zeit damit beschäftigt, wird dann von diesen Schriften konfrontiert und vergiftet. Der Gift wird gesät. Ne? Gift wird eingestreut. Und dann kriegt er natürlich diese ultraschlimme Gehirnwäsche. Auf das Wort von einer religiösen Autorität vertraut und eventuell das tut, was seiner eigenen Religion widerspricht. Ich spreche mit sieben Muslimen an, weil es eben dieses Potenzial leider weiß das. Die gesamte Glaubensgemeinschaft der Muslime weltweit negativ abwerfen. Der Felix, der weiß das, ne? Der weiß, dass im Islam das Potenzial herrscht, ja, ganze Länder zu vernichten, ne? Das ist das. Ein wenig, der versucht sich noch so milde wie möglich auszudrücken, aber ich glaube, dass er über einige Texte des Islams Bescheid weiß. Ne? Die ganzen Kampfverse und dass eine kleine Gruppe des Islams das auch ernst nimmt und das auch durchsetzt. Ne? Das ist das Gefährliche, dass es noch Muslime gibt, die das ernst nehmen. Und das sind nicht wenige. Bei 1,6 Milliarden Muslime, ne? So wie die immer sagen. Unfassbar. Ja, und das muss verschwinden. Der Fanatismus muss verschwinden, denn er ist falsch. Und das wird niemals geschehen. Suche 548. Für jeden von euch haben wir ein Gesetz und einen deutlichen Weg festgelegt. Und wenn Gott wollte, hätte er euch wahrlich zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Aber es ist so, damit er euch in dem, was er euch gegeben hat, prüfe. Der Verstand. So geht einfach nach den guten Dingen. Zu Gott mit euer aller Ruhe. Allah möchte nicht, dass du deinen Verstand einsetzt. Allah möchte, dass du deinen Verstand ausschaltest. Und einfach gehorchst. Gehorche. Gehorche Allah. Und seinem Gesandten.
Ja, so sieht's aus. Du sollst nicht zu viele Fragen stellen, wie ich dir zu Anfang gesagt habe, weil du, wenn du zu viele Fragen stellst, so ungläubig sogar wirst. Und dann sollst du schön deinen Mund halten, deine Moral, Ethik und Anstand runterschrauben und so sein wie Mohammed. Guck mal hier. Guckt euch das bitte an. Stellt euch mal vor, die Muslime kommen zu Sure 9, Vers 49 und sehen auf einmal die Auslegung von Imam At-Tabari, was der dazu schreibt in Sure 9, Vers 49, was Mohammed einem Muslim versucht, da eine Gehirnwäsche zu verpassen. Pass mal auf. Und für wahr, die Hölle umschließt die Ungläubigen. Koran Sure 9, 49, die Auslegung von Imam At-Tabari bestätigt uns mit voller Autorität. Dies meinte der Prophet in Koran Sure 9, 49, wo es heißt, erlaube mir zurückzubleiben und verführe mich nicht. Er, der Prophet, sprach, greift die Stadt Tabuk an und nehmt euch die dortigen blonden Mädchen zur Beute. Schau dir das mal an, Felix, und die ganzen Leute. Das ist nichts anderes, als wenn ein Muslim, ein Imam, zu seiner Glaubensgruppe sagt, ey Leute, lasst uns Deutschland angreifen und lasst uns die Blondine hier klar machen. Ist das krank? Guck dir das mal an. Und dann, guck mal, wie der Typ reagiert hat. Pass mal auf. Greift die Stadt Tabuk an und nehmt euch dort die dortigen blonden Mädchen zur Beute. Da sprach ein Mann namens Al-Jad, erlaube mir zurückzubleiben und nicht am Dschihad teilzunehmen und stelle mich nicht auf die Probe. Erlaube mir zurückzubleiben und verführe uns nicht mit diesen Frauen. Siehst du, der Mohammed hat gesagt, komm, lass uns diese Stadt angreifen, um dort diese blonden Frauen klarzumachen. Ihm ging es nur um Geld, um Frauen, und das lesen wir eindeutig im Tafsir von At-Tabari, Band 14, Seite 287. Da ist der arabische Text. Krank, ne? Und dann wundern wir uns, warum auf einmal Muslime in Europa, also beziehungsweise in England, rumschreien, lasst uns sie angreifen und ihre Frauen und ihre Kinder als Sklaven nehmen und alles. Guck dir das mal bitte an. Und dann sagen die, das sind Wahhabiten, Salafisten und so. Ist Mohammed auch ein Salafist und Wahhabite gewesen? Der einen anderen Muslim dazu verleitet, eine Stadt anzugreifen, um blonde Mädchen klar zu machen. Guckt euch das bitte an. Blondinen. Wir haben es zu tun mit dem absoluten Bösen. Jetzt versteht ihr auch den islamischen Staat, wenn die Territorien erobern und auch gerne blonde Mädchen haben wollen. Sein und dann wird er euch kundtun, worüber ihr uneinig zu sein pflegt. Das Gemeinsame ist, rechtschaffen zu sein, Gutes zu tun, gemeinsam. Das ist die Messe. War das, was Mohammed da gerade befohlen hat und angeordnet hat, war das was Gutes? War das ein rechtschaffener Mann, Felix und ihr ganzen Muslime, der einen anderen zu machen? Möchte ich gerne mal wissen. Hat er hier rechtschaffen gehandelt? Oder hat er aus seinen eigenen Begierden gehandelt? Eindeutig. Eindeutig. Und der Mann, der gesagt hat, verführe mich nicht mit den Blondinen, hat natürlich sehr ehrlich und gut reagiert. Hör auf, Mohammed, mich mit diesen Blondinen zu verführen. Weil wir dadurch schwach werden könnten eventuell, ne? Wegen Frauen, dann ein Dorf anzugreifen, die Männer zu töten und die Frauen zu erbeuten. Ne? Wie gefährlich der Islam ist, das wisst ihr noch alle gar nicht. Also die Leute, die mir zuhören, die sich auskennen, die wissen ganz genau, welches Potenzial hinter dem Islam steckt. Ne? Das ist die Message des Koran. Das ist auch die Message der Bibel, des Evangelium, der Tora. Juden, Christen und Muslime müssen davon wegkommen, von diesem Wahrheitsanspruch zu sagen, meine Religion ist die einzig richtige. So wie ich das auslebe, ist das. Und das aus dem Mund eines Konvertiten. Guck mal, was er da macht. Der Felix ist ja zum Islam konvertiert. Wie kann er solche Aussagen tätigen? Eigentlich müssen die Muslime sagen, du bist voller Käfer, was erzählst du da? Allah hat doch da seinen Gesandten mit der Religion der Wahrheit gesandt. Mohammed hat doch schon diesen Anspruch gehabt. Meine Religion ist die Wahrheit und sie wird über
alle anderen Religionen siegen. Da haben wir doch das Problem. Das, was du also erzählst, könnte dich aus dem Islam exkommunizieren. Also vorsichtig sein, was du da sagst. Das ist das einzig Richtige. Und so wie du betest, ist es falsch. Jeder soll beten, wie er will. Es geht nicht darum, um die Ausführung, sondern um die Intention. Jeder soll beten, wie er will. Guck mal, was der Imam-Kollege. Du bist der Heftigste, ehrlich, Felix. Mr. Blume. Felix Antoine Blume, der Kollege, die Imam. Es geht nicht darum, wie man betet, einfach wie ihr wollt. Kein Problem, ihr braucht gar keine rituelle Haltung einzunehmen. Ihr braucht nicht so zu machen, dies, das, jenes. Ihr braucht nichts auf Arabisch aufzusagen. Betet einfach. Und wenn ich das sage, sagen die auf einmal zu mir, ah, wir sind Käfer. Aber er ist ein Muslim. Was für eine verkehrte Welt, ey. Das ist so krank. Mr. Antoine Blume. Wie sagt Farid? Der Mal-Wettbewerbskönig, ey. Wettbewerbskönig. Felix Antoine Blume, bester Mann. Die Intention ist immer dieselbe. Jeder beruft sich auf denselben Glauben, auf denselben Gott. Dann lasst uns gemeinsam. Lasst uns doch gemeinsam was Gottes tun. Ist doch egal, wie wir uns nennen. Wie jeder sein Leben aussieht. Aber mit Hass kommt keiner von euch ins Paradies. Mit Gewalt gegen andere Menschen, nur wenn ihr an was anderes glaubt, kommt keiner ins Paradies. Keiner von euch, habt ihr das gehört, ihr Salafis? Und hätte dein Herr es gewollt, so hätten sie alle, die insgesamt auf der Erde sind, geglaubt. Willst du also die Menschen dazu zwingen, zu glauben? Es gibt keinen Zwang in der Religion. Aha. Das ist das, was Sure 2256, La Ikraha Fiddin. Es gibt keinen Zwang in der Religion. Damals, als ich mich mit der Religion beschäftigt habe, habe ich mich auch gewundert. Und ich so, wenn da steht, kein Zwang im Glauben, warum kämpfen auf einmal Mujahideen, um Allahs Religion so über alle anderen Religionen siegen zu lassen und die Menschen zum Islam zu zwingen? Was ist also der Hintergrund dieses Verses? Und dann kam ich auf die Schliche, dass es sowas wie Tafsire gibt, wo ich mich überhaupt gar nicht auskannte, wie 99% der hier lebenden Muslime, die überhaupt von Tuten und Blasen gar keine Ahnung haben. Es ist also schwierig, erstmal, wenn du anfängst, den Koran irgendwie zu studieren, die islamische Geschichte, dann fällt dir auf, dass zu jedem Vers eine Erklärung auch da ist. Nicht, du kannst ja nicht einfach den Vers erläutern, wie du den gerne möchtest. Nein, so geht das nicht. Weil du könntest den ja missinterpretieren. So, also musst du sehen, wie die Sahaba und Muhammad ihn interpretiert haben. Und da fängt die große Katastrophe an. Denn da heißt es, guck mal hier, das ist der Tafsir von Ibn Kathir. Allah sagt, es gibt keinen Zwang in der Religion. Was bedeutet, zwinge niemanden, den Islam anzunehmen. Denn er ist klar und seine Beweise und Beweise sind offenkundig. Wenn Allah, wen Allah recht leitet und sein Herz für den Islam öffnet, der hat ihn wahrlich mit deutlichen Beweisen umarmt. Wen Allah irreführt, der sein Herz verblendet und sein Gehör versiegelt und seine Augen bedeckt, der kann den Islam nicht mit Gewalt annehmen. Darum hat Allah diesen Vers herabgesandt. Aber dieser Vers wird durch den Vers kämpfen, deshalb sollten alle Menschen der Welt zum Islam aufgerufen werden. Wenn einer von ihnen sich weigert, dies zu tun oder sich weigert, die Jizya zu bezahlen, sollte er bekämpft werden, bis er getötet wird. Das ist die Bedeutung von Zwang. Siehst du, wie heftig das ist, wenn wir auf einmal Tafsir aufschlagen, wie problematisch das wird, wenn der Vers auf einmal zu verstehen ist? Im Sahih sagt der Prophet, Allah wundert sich über die Menschen, die das Paradies in Ketten betreten werden, womit Gefangene gemeint sind, die in Ketten in den islamischen Staat gebracht werden. Dann nehmen sie den Islam aufrichtig an und werden rechtschaffen und werden unter die Menschen des Paradieses. Tafsir von Ibn Kathir al-Firdus von London rausgebracht. Erstausgabe Teil 3, Seite 37 und 38. Siehst du, was das für eine Katastrophe dann wird, wenn wir auf einmal ein Tafsir aufschlagen? Von Ibn Kassid, der uns das eindeutig erklärt. Nein, das wurde aufgehoben durch den Vers Kämpfen, abrogiert. Deshalb sollten alle Menschen der Welt zum Islam aufgerufen werden. Komm, drei Optionen, wie Mohammed das gesagt hat. Und einige Händler aus Syrien nach Medina kamen
um Öl zu verkaufen. Als die Händler Medina verlassen wollten, riefen die beiden Söhne Abu Husseins sie auf, das Christentum anzunehmen. Diese Händler konvertierten zum Christentum und verließen dann Medina. Abu Hussein informierte den Gesandten Allahs, Allah schenke ihm Frieden, von dem, was geschehen war. Er bat ihn, seine beiden Söhne herbeizurufen. Dann aber offenbart Allah, erhaben ist er, der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Frieden, sagte, möge Allah sie beide verbannen. Sie sind die Ersten, die ungläubig sind. Dies geschah, bevor dem Gesandten Allahs, Allah segne und Frieden sei auf ihm befohlen wurde, gegen die Leute der Schrift zu kämpfen. Siehst du, dieser Vers wurde damals offenbart, wurde aber dann durch Sure 9, Vers 5, Sure 9, Vers 29 abrogiert. Die Kunst der Abrogation, Nasach wa Mansuch. Wie gefährlich der Islam ist, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und das hat uns der Islamische Staat in Irak und Syrien gezeigt. Die authentischste Gruppe. Bei mir wird der Islamische Staat niemals irgendwie als so Extremisten gesehen. Das sind treue Muslime, die ihren Wort ihres Gottes ernst nehmen und den Mohammed lieben. Dies ist wirklich den Koran und Mohammeds Leben lieben. Dies geschah, bevor dem Gesandten Allahs, Allah schenke ihm Frieden, befohlen wurde, gegen die Leute der Schrift zu kämpfen. Aber dann wurde Allahs Ausspruch, es gibt keinen Zwang in der Religion, aufgehoben. Und den Propheten wurde befohlen, die Leute des Buches in der Sure der Reue, At-Tauba, zu bekämpfen. Siehst du? Die Kunst der Abrogation. Ein Vers wird aufgehoben und durch einen gewalttätigen Vers, der später kam, abgelöst. Und jetzt versteht ihr, wie grausam der Islam ist. Lasst uns mal den abrogierten Koran mal machen. Alle abrogierten Verse raus. Mal gucken, wie der Islam auf einmal wird. Nur gewalttätige Verse. Nur gewalttätige. Und die ganze Zeit nur hetzerisch. Die Gründe. Für die Abstammung der Verszahl. Asbab al-Nuzul von Al-Wahidi, übersetzt von Mokrein Guzo. Was sagt Imam al-Qurtubi? Die Gelehrten sind sich nicht einig und vertreten unterschiedliche Positionen bezüglich des rechtlichen Status und der Bedeutung dieses Ayat. Es wird gesagt, dass es aufgehoben wurde, weil der Prophet die Araber zwang, den Lärm des Islams anzunehmen, also den Islam anzunehmen, und sie bekämpfte und nur für sie mit dem Islam zufrieden war. Suleiman ibn Musa vertrat diese Ansicht und sagte, es ist aufgehoben von O Prophet, feuere den Dschihad gegen die Ungläubigen und die Heuchler, Sure 9, Vers 73. Das wird von Ibn Masud und vielen Kommentatoren berichtet. Es ist nicht aufgehoben und wurde insbesondere über die Leute des Buches herabgesagt und bedeutet, dass sie nicht gezwungen werden, den Islam anzunehmen, wenn sie Jizya bezahlen. Dann darf man sie nicht zwingen. Ansonsten schon, wenn sie nicht bereit sind, die Jizya zu bezahlen. Guck. Diejenigen, die gezwungen werden, sind die Götzendiener. Nur der Islam wird von ihnen angenommen und sie sind es, von denen, O Prophet, führe den Dschihad gegen die Ungläubigen und Heuchler an. Der Beweis für diese Position wird von Said ibn Aslam von seinem Vater berichtet. Ich hörte, wie Omar ibn al-Khattab zu einer alten Christin sagte, werde Muslimin, alte Frau, werde Muslimin. Allah hat Mohammed mit der Wahrheit gesandt. Sie antwortete, ich bin eine alte Frau und dem Tode nahe. Omar sagte, O Allah, Zeuge. Und er rezitierte, es gibt keinen Zwang, wenn es um den Lärm geht. Abu Dawud berichtete von Ibn Abbas, dass dies über die Ansar enthüllt wurde. Da war eine Frau, deren Kinder alle gestorben waren. Sie legte ein Gelübde ab, dass sie, wenn sie ein Kind hätte, das lebte Jüdin werden würde. Als die Banu Nadir ins Exil geschickt wurden, befanden sich unter ihnen viele Kinder Ansar. Sie sagten, wir werden unsere Söhne nicht verlassen. Hierauf offenbarte Allah dies. Eine Variante lautet, wir haben getan, was wir getan haben und wir denken, dass ihr Lärm besser ist als das, was wir haben. Als Allah den Islam brachte, leugneten sie ihn. Und dies wurde offenbart. Wer sollte, blieb bei ihnen und wer wollte, trat in den Islam ein. Dies ist die Position von Said ibn Jubayr, Ash-Shabi und Mujahid. Aber er fügte hinzu, dass der Grund, warum sie bei den Banu Nadir waren, das Säugen war. An-Nanas sagte, die Position von Ibn Abbas in Bezug auf diese Ayat ist die beste Position, da sein Isnad solide ist. Und so weiter und so fort. Sie sind die Ersten, die ungläubig sind. Abu Hussein ärgerte sich, dass der Prophet niemanden nach ihnen schickte. Dann offenbarte Allah, nein, bei deinem Herrn, sie sind nicht gläubig, bis sie dich zu ihrem Richter machen, in den Streitigkeiten zwischen ihnen entbrannt. Sure 465. Dann wurde kein Zwang aufgehoben und ihm wurde befohlen, gegen das Volk der Schrift in Sura At-Tauba zu kämpfen. Und so weiter und so fort. Merkt ihr? Wenn ihr also wissen wollt, wie ein Vers zu verstehen ist, müsst ihr nur die Tafsir der Gelehrten aufschlagen, weil sie zitieren die Sahaba
und wie der Vers richtig zu verstehen ist. Ayub, Mujahid sagte, das war bevor dem Apostel Gottes befohlen wurde, gegen das Volk der Schrift zu kämpfen. Gottes Ausspruch, es gibt keinen Zwang in der Religion, wurde aufgehoben und ihm wurde befohlen, gegen das Volk der Schrift in Surah Al-Baqarah zu kämpfen, Surah 9, Vers 29. Wahidi, Seite 77 bis 78. Nach anderen Überlieferungen wurde der Vers in Bezug auf die Leute des Buches offenbart, die nicht gezwungen werden sollten, in den Islam anzutreten, solange sie Jizya Kopfsteuer zahlen. Merkt ihr? Der Vers wird daher nicht aufgehoben. Tabari berichtet über die Autorität von Qatada. Die arabische Gesellschaft war gezwungen, in den Islam einzutreten, weil sie eine ungebildete Gemeinschaft Umma Umiyya war, die kein Buch hatte, das sie kannte. So wurde von ihnen nichts anderes als der Islam akzeptiert. Merkt ihr? Mohammed hat diese ganzen Götzen ihnen vor die Waage gestellt und sie zum Islam gezwungen. Die Leute der Schrift sollen nicht gezwungen werden in den Islam, wenn sie sich der Zahlung der Jizya oder Kharaj Grundsteuer unterwerfen. Die gleiche Ansicht wird über die Autorität von Ad-Dahar, Mujahid und Ibn Abbas berichtet. Tabari, Seite 413 bis 414. Tabari stimmt dieser Ansicht zu und behauptet, dass der Vers auf das Volk der beiden Bücher, Juden und Christen und die Zoroaster, Majus, zutrifft. Qurtubi berichtet noch eine andere Ansicht, die behauptet, es bezog sich auf Gefangene, die, wenn sie zum Volk der Schrift gehören, nicht gezwungen werden dürfen, wenn sie erwachsen sind. Aber wenn sie Zoroaster oder Götzendiener sind, seien sie alt oder jung, werden sie gezwungen werden, den Islam anzunehmen. Seht ihr? Der Islam ist das gemeingefährlichste, was die Welt jemals hervorgebracht hat. Seht ihr jetzt, wenn auf einmal Staaten aufstehen und den Islam aufgrund dieser ganzen Texte, Tafsire und sowas bekämpfen und die Muslime sich dann wundern, ja, warum bekämpft man uns denn? Ja, mein lieber Muslim, hättest du dich auf die Suche begeben und nachgeschlagen, was diese Religion eigentlich im Kern aussagt. Die Leute kriegen ja Paras und Angst vor dieser Religion und dann werden sie sich mit Gewalt dagegen wehren. Ist doch verständlich, wenn deine Religion diesen Wahnsinn beinhaltet, dass dann auf einmal Staaten aufstehen und sagen, wir hören zu bis hierhin und nicht weiter. Was? Ihr zwingt Menschen zum Islam? Das ist Mohammeds Geschichte, das ist die Geschichte des Islams? Und ihr seid noch stolz darauf, dass eure Verwandten gekillt wurden und ihr heute Muslime seid? Das liegt daran, dass ihr Herr keinen Nutzen daraus ziehen könnte, wenn sie Götzendiener wären. Qurtubi fügt hinzu, siehst du nicht, dass Tiere, die von ihnen geschlachtet werden, verboten wären zu essen und ihre Frauen mit Muslimen verheiratet werden könnten? Sie praktizieren das Essen von Aas und anderen derartigen unreinen Dingen. So würde ihr Herr sie als unrein empfinden und daher wäre es schwierig, von ihnen als seinen Sklaven Nutzen zu ziehen. Daher wird es ihm erlaubt, sie zu zwingen. Qurtubi, Band 2, Seite 280. Siehe auch Scharkani, Band 1, Seite 275. Unfassbar, unfassbar grausam. Und als letztes lese ich das noch vor, dann ist gut. Von Al-Nahas. Die Gelehrten waren sich uneinig über das Koran, Sure 2, 256. Einige sagten, es wurde aufgehoben, denn der Prophet zwang die Araber, den Islam anzunehmen und bekämpfte sie und akzeptierte keine andere Alternative als ihre Hingabe an den Islam. Der Abrogationsvers lautet Sure 9, Vers 73. Abrogiert es Sure 9, Vers 73. O Prophet, kämpfe mit den Ungläubigen und Heuchler und sei hart gegen sie. Mohammed bat Allah um die Erlaubnis, gegen sie kämpfen zu dürfen. Und sie wurde gewährt. Andere Gelehrte sagen, Sure 256 sei nicht aufgehoben worden, aber es habe eine besondere Anwendung. Es wurde über das Volk der Schrift die Juden und Christen herabgesandt. Sie können nicht gezwungen werden, den Islam anzunehmen, wenn sie die Jizya bezahlen. Siehst du immer mit einer... Wie nennt man das? Mit einem Grund. Ihr wollt den Islam nicht annehmen? Okay, kein Problem. Dann müsst ihr Jizya bezahlen. Bezahlt ihr nicht, bekämpfen wir euch. So sieht's aus. Den Islam anzunehmen, wenn sie die Jizya, das heißt die Kopfsteuer für freie Nichtmuslime unter muslimischer Herrschaft zahlt. Es sind nur die Götzenanbeter, die gezwungen sind, den Islam anzunehmen. Und auf sie trifft Koran Sure 973 zu. Dies ist die Meinung von Ibn Abbas, die aufgrund der Authentizität ihrer Autoritätskette die beste Meinung ist. Seht ihr? Die beste Meinung. Das ist Al-Nasikh wal-Mansukh. Al-Nahas, Seite 80. Unfassbar grausam, ne? Guckt euch das bitte an. Deswegen verstehen wir auch jetzt, warum Allah sich wundert, dass Menschen in Ketten in seine Religion eintreten. Allah wundert sich. Guck mal hier.
Sahih al-Bukhari 4557. The verse, you true Muslims are the best of peoples ever raised up for mankind. Der Vers, Sure 3, Vers 110. Ihr seid die beste Gemeinde, die Allah jemals hervorgebracht hat. Ihr gebietet das Gute und verbietet das Verwerfliche. Means the best of peoples for the peoples as you bring them with chains on their neck till they embrace Islam. Ihr bringt sie mit Ketten an ihren Hals, bis sie den Islam annehmen. Schaut euch das mal bitte an. Und Allah wundert sich auf einmal, dass so angekettete Menschen in den Islam eintreten. Was der Koran sagt, darauf müssen sich die Muslime wieder fokussieren. Bloß nicht. Sich immun zu machen gegen solche Demagogen und Verführer, die sie als Bauern auf dem Schachfeld benutzen. Für irgendwelche Kriege und für irgendwelche Terroristen. Das muss aufhören. Und das wird nie aufhören, niemals. Wie jede andere Glaubensgemeinschaft, die es auf der Welt gibt. Gott hat euch nicht auf die Erde gesandt, um andere Menschen abzuschlachten. Egal was sie tun. Komisch, aber die islamischen Schriften und der Koran sagen etwas ganz anderes, Felix. Wem soll ich jetzt glauben? Imam, Kollege oder Allah und seinen Gesandten und den Sahaba? Das ist krank. Ich kann nicht mehr. Ja, wen sollen wir denn jetzt, wen sollen wir denn ernst nehmen? Imam, Kollege oder sollen wir den Sahaba glauben? Imam Qurtubi mit Kathir al-Jalalain und At-Tabari. Ja, wie lächerlich wollen wir uns denn hier noch machen? Sag es mir mal bitte. Es gibt keinen Zwang von der Religion. Ich schließe das Ganze ab mit einem schönen Bibelzitat. Das machst du gut. Sie die Frieden stiften. Denn sie werden Kinder Gottes heißen. Amen. Matthäus 5, 9. Sehr gut, dass du Jesus Christus zitiert hast und nicht Mohammed, weil Mohammed nicht friedfertig ist. Nur mit Jesus Christus können wir Frieden miteinander haben, weil nur Christus uns lehrt, in Frieden miteinander umzugehen. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, den die Welt euch nicht geben kann. Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen und bittet die, die euch beleidigen und verfolgen. Pass mal auf. So heißt es auch, warte. Lukas 6, Vers 27. Euch aber, lernt von Christus, dem wahrhaftigen Gott und das ewige Leben. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Den, der dich auf die Backe schlägt, biete ihm auch die andere dar. Und den, der dir deinen Mantel wegnimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Gib aber jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Daher kommt der berühmte Satz, das ist von Christus. Von Jesus Christus ist der Satz. So wie du gerne behandelt werden möchtest, so behandle auch andere Menschen. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leidt, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen dem Sünder, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Seht ihr, das ist Balsam für die Seele. Das ist in Frieden koexistieren miteinander. Nicht Allah hat seinen Gesandten mit der Rechtleitung geschickt, die über alle anderen Religionen herrschen. Mit Christus an unserer Seite können wir wahrlich sagen, dass wir unseren Nächsten lieben und dem niemals ein Haar krümmen. Und bei Gott, ich bin Gott dankbar, dass ich meinen Verstand eingesetzt habe und erkannt habe, wer der Herr Jesus Christus ist, der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Denn seine Worte sind von Gott. Er ist nämlich Gott, der Allmächtige, der ins Fleisch gekommen ist. Wer nicht bekennt, dass Christus ins Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott geboren. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. So sieht's aus. Und dann sehen wir auf der anderen Seite, wie Mohammed auf einmal sowas sagt. Guckt euch das bitte an.
Der Herr Jesus wird kurzen Prozess machen mit Mohammed und Allah und dem ganzen Muslimen, die mit dem Islam in den Tod gehen. Schaut euch das bitte an. Sahih Muslim 2643b. Guck mal, was Mohammed hier sagt. Und da ist es keine Diskussion. Sahih Bukhari und Sahih Muslim ist authentisch. Es gibt keinerlei Fragen dazu. Das könnt ihr auch, der Abu Bara hat eine Predigt, eine Khutba gehalten, wo er das zugegeben hat. Mit Konsens. Sahih Bukhari und Sahih Muslim gibt es keine Frage. Jeder Hadith, den ihr dort findet, ist authentisch. Schaut euch das bitte an. The creation of any one of you is like this. That semen, Samen, is collected in the womb of the mother for 40 nights and in the hadith transmitted on the authority of Shubba, the words are 40 nights and 40 days. And in the hadith transmitted on the authority of Jari, the words are 40 days. Muhammad behauptet hier allen Ernstes, dass die Samen im Mutterleib 40 Tage überleben. Schauen wir uns an, was die Wissenschaft sagt. Wie lange überleben Spermien im weiblichen Körper? Maximal 5 Tage. Ihr werdet euren Platz in der schlimmsten Finsternis wiederfinden werden, weil ihr blind dieser Religion folgt und nicht geprüft habt. So sieht's aus. Kehrt um zu Jesus Christus und verlasst diese Sekte namens Islam. Der Untergang ist schon geweiht. Die Elite macht kurzen Prozess bald. Ihr habt nur die Chance, aus diesem Wahnsinn zu entfliehen, wenn ihr eine Entscheidung für Jesus Christus trifft. The only way out is up. Der Herr Jesus Christus kommt selber in den Luftraum und nimmt seine Heiligen mit. Und das wird bald passieren. Und das ist die Entrückung. Rapture auf Englisch. Haltet am Herrn Jesus Christus fest, du, der nur noch keine Entscheidung getroffen hast. Was ist denn da los? Na super, jetzt ist das ausgegangen. Egal, machen wir hier weiter. Gott sei Dank ist das noch wenigstens da. Du, der du noch keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast, kehre um, tue Buße und nehme den Herrn Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland an. Denn von Christus kannst du wahrhaftig lernen. Jesus ist das vollkommene Beispiel. Jesus ist der wahrhaftige Gott. Jesus ist der vollkommene, der Heilige, der Gerechte, der Wundervolle. So ist das. Danke, Herr Jesus Christus, für deine wundervollen Worte, die uns zeigen, was Liebe bedeutet. Amen. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr mir zugehört habt, ihr Lieben. Möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen. Das Handy ist gerade ausgegangen für YouTube, aber das wurde gespeichert. Und dann kann ich das noch da hinzufügen, wenn es klappt. Puh, das war wieder eine heftiger Livestream. Möge der Herr Jesus Christus jeden von euch segnen, behüten und beschützen und sein Angesicht über euch leuchten lassen. Ne? Möget ihr noch ganz viele wundervolle Momente mit dem Herrn Jesus Christus haben und ihr ja, mit ihm eins werdet in der Liebe. Dass der Herr Jesus Christus euer Herz erfüllt mit Liebe. Dass er Platz in euch nimmt und aus euch neue Kreaturen macht. Amen. Ja, ihr Lieben, ihr wisst ja, ne, wie die Muslime sind. Habe ich euch ja zu Anfang vorgelesen. Jetzt muss ich mal gucken, was sie hier mir vorwerfen wollen. Das ist so krank. Ne? Aber selig sind diejenigen, die wegen des Wortes Gottes leiden. Und da sehen wir das, was die jetzt versuchen. Ne? Unglaublich. Wenn ihr helfen könnt, dann hilft. Weil ich muss mir jetzt einen Anwalt nehmen oder was. Und dann müssen wir gucken, wie ich das Ganze da mache. Ey, so krank. Ja, aber so sind die. Ne? Damit muss man rechnen. Und das ist auch gut. Aber auch in dieser Sache werden wir dem Herrn Jesus Christus vertrauen und ihm voll und ganz unser Leben anvertrauen, so wie wir das auch die ganze Zeit machen. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr mir zugeguckt habt. Ich beende den Livestream jetzt. Wir haben schon ja, über 10 Uhr, Viertel vor 11 gleich. Und wir sehen uns dann, so Gott will, morgen. Ne? Möge der Herr euch segnen, behüten und beschützen. Dankeschön für die ganzen Geschenke, Likes und alles. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Haltet am Herrn Jesus Christus fest. Ihr Muslime, kehrt um von diesem Unsinn namens Islam und nehmt den Herrn Jesus Christus als euren Herrn und Heiland an. Gott ist kein Hampelmann, der es nicht hinkriegt, sein Wort vor Verfälschung zu beschützen. Gott ist heilig und er lässt nicht zu, dass sein Wort verfälscht wird. Denke gut nach, was du aus Gott machst. Gottes Segen, ihr Lieben. Haltet am Herrn Jesus Christus fest. Amen.